kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage. Das Kleid, das bei der Modenschau letzte Woche zum krönenden Abschluss gezeigt wurde, das Brautkleid. In der Modewelt heißt es, Sie hätten sich mit diesem Design selbst übertroffen. Es markiere den Beginn von etwas Neuem. Sehen Sie das auch so? Um ehrlich zu sein, ich denke, dass ich meinem bisherigen Stil treu bleibe. Das heißt, Sie wollen nicht weiter in diese Richtung gehen? Ich denke, der Rest meiner Kollektion ist auch positiv aufgenommen worden. Entschuldigung? Ja, bitte? Dürfte ich ein Autogramm von Ihnen haben? Ich bin ein großer Musical-Fan und seitdem ich Sie zum ersten Mal als Lady Rose gesehen habe... Klar. Wie ist denn der Name? Nico Knopf, aber Sie können auch für Knöpfchen schreiben. Ich hatte das Gefühl, dass neue Erfahrungen in das Design mit eingeflossen sind. Eine gewisse Reife, ein Ernst, das Verschwinden Ihres Vaters. Hat das etwas damit zu tun? Hat das etwas damit zu tun? Ich denke, ich muss jetzt mal so langsam. Verzeihung, ich wollte keine Wunden aufreißen. Mann, ist schon in Ordnung. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Und Glückwunsch nochmal zu dem Erfolg Ihrer Kollektion. Insbesondere mit dem Brautkleid. Dankeschön. Ach so, das Foto hätte ich fast vergessen. Ach ja. Vielen Dank. Ich danke auch. Hey, lief doch gut. Wenn du damit meinst, dass er nicht dahinter gekommen ist, dass das Kleid nicht von mir ist, dann ja. Ich bin eben eine professionelle Lügnerin. So, einmal die Rechnung für die Damen. Danke, Luca. Ich übernehme das. Sehr gut. Weißt du, was vorhin passiert ist? Mich hat doch tatsächlich ein Typ namens Knöpfchen nach einem Autogramm gebeten. Und er hat mich gefragt, wann ich wieder auf der Bühne stehen werde. Tja, hat sich wohl noch nicht überall rumgesprochen, dass ich nie wieder singen werde. Ja, du, ich muss jetzt noch auf Toilette und danach zur LCL wieder. Aber ich dachte, du nimmst dir für heute frei und wir machen was zusammen. Was? Ich kann mir nicht frei nehmen. Meine Kollektion kommt raus und ich kann dir jetzt schon sagen, wie es laufen wird. Das Finalkleid geht weg wie warme Semmel. Man wird mich zu einem Design beglückwünschen, was ich geklaut habe. Sag mal, kannst du eigentlich auch noch an etwas anderes denken als an dieses blöde Kleid? Nein, das kann ich nicht. Wann hörst du endlich auf, dich dafür zu bestrafen? Wann hörst du endlich auf, dich zu bemitleiden? Was? Ja, alles, was ich möchte, ist arbeiten, ja? Und wenn du mit deiner Freizeit nichts anfangen kannst, dann such dir ein Hobby oder rede mit Knöpfchen über alte Zeiten. Also, ich muss jetzt mal los. Moment noch. Was? Ich möchte noch was klarstellen. Gut, aber beeil dich bitte. Ja, ich mach's in drei Sätzen. Erstens, wenn du denkst, ich bin wegen dieses Knöpfchens irgendwie nostalgisch geworden, dann irrst du dich, denn ich habe zweitens akzeptiert, dass ich nie wieder singen werde. Und drittens genieße ich es sehr, endlich mal wieder Zeit für mich zu haben. Ich schlafe wie ein Baby. Mir geht's gut im Gegensatz zu dir. Gut. Dann sei doch froh, dass du keine Probleme hast. Ja, bin ich auch. Heißt aber nicht, dass mich deine nicht interessieren. Du musst endlich mal wieder runterkommen, Rebecca. Du bist sowas von verkrampft. Danke, das bringt mich jetzt wirklich weiter, Marlene. Hier bist du also. Hast du irgendwas vergessen? Deine Skizzen oder irgendwas? Ja, ich habe wirklich was vergessen. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich war vorhin total die doofe Kuh. Du hast vollkommen recht. Ich bin über die Sache mit dem Kleid immer noch nicht hinweg. Und ich schäme mich. Ich zweifle an mir selbst. Und deshalb bin ich total verkrampft und unkreativ. Ich habe mir den Rest des Tages freigenommen. Versprochen. Kein Wort über die Arbeit. Nur wir zwei, Eiscreme und unser Lieblingsfilm. Und du läufst nicht weg? Kein Handy und keine Stoffproben? Versprochen.
nicht mehr gewagt zu hoffen, dass es das auch für mich gibt. Was ist? Das ganz große Glück. Du bist schön wie immer. Ja, klar. Zieh dich aus. Was? Ich will dich zeichnen. Nackt. Ja klar, Klamotten zeichne ich jeden Tag. Es ist komisch, wenn mich das anmacht. Nicht bewegen. Wenn ich nur ein bisschen besser zum Fenster sehen würde. Nicht bewegen? Ja, was passiert dann? Er sagt ihr gerade, dass er sie nicht mehr liebt. Oh nein, und die blöde Kuh glaubt ihn auch noch. Dabei liebt er sie doch. Er wird doch nur von dem Fiesling erpresst. Moment mal. Irgendwie, mein Fuß schläft gleich ein. Kann ich den mal ein bisschen bewegen? Ja, ja. Okay. Ich kann mich auch so ein bisschen anders hinlegen. So vielleicht. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ja, ich hab Talent. Das muss ich sofort zeichnen. Es freut mich wirklich sehr, dass ich dich inspiriere. Diese Falten. Falten? Bitte, was zeichnest denn du? Naja, diese Kellnerin in diesem Café, die hat eine Schürze an. Dieses Muster und diese Falten, das ist der Wahnsinn. Also, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Ich liege hier nackt vor dir und du interessierst dich mehr für diese Kittelschürze? Entschuldigung. Oh Mann, ich bin total schrecklich, sorry. Ja, bist du. Aber ich verzeih dir. Ich konzentriere mich jetzt nur noch auf dich, okay? Vergiss es. Wieso? Weil ich ganz genau weiß, dass du jetzt nur noch daran denkst, wie du diesen Faltenwurf der Kittelschürze für einen deiner Entwürfe umsetzen kannst. Ja, um ehrlich zu sein, juckst du mich schon ein bisschen in den Fingern. Na los, hau ab. Und lass mich wenigstens in Ruhe den Film zu Ende gucken. Echt? Du bist die Beste. Ist echt okay? Ja. Klar, wenn dich die Muse küsst, dann kann ich dich eben nicht küssen. Hey, du bist ja doch da. Ich dachte, du hättest dir freigenommen. Ich hab jetzt schon was vor. Also, wenn du zu Ansgar willst, ist kein Problem. Danke. Ich hoffe, er schafft es. Das ist das Interview von dem Presse-Heini zum Gegenlesen. Da ist viel von Tradition die Rede. Ich bin dann weg, ja? Ja. Zeit für was Neues. Das ist für mich. Was? Nichts. Weitermachen. Krönung folgt die neue Kollektion. Rebecca von Lahnstein kündigt an, Bravourstück noch zu toppen.